An der Martin-Luther-Universität beginnt ein neues Semester und damit kehrt endlich wieder Leben auf dem Campus ein. Etwa 3.800 neue Studierende können im Wintersemester begrüßt werden, davon mehr als 2.800 Erstis. Das freut mich natürlich sehr. Wir haben das Problem, dass in Sachsen-Anhalt selber die Zahl der Abiturienten von Jahr zu Jahr zurückgegangen ist und weiter zurückgeht. Und wir merken an dieser Zahl von neu Eingeschriebenen aus dem Westen und dem Süden der Bundesrepublik, dass wir als Universität attraktiv sind. Das ist nicht nur die reine Verzweiflung, dass man woanders keinen Studienplatz bekommt, sondern ich denke, es spricht sich langsam herum, dass man hier sehr gut studieren kann. In Halle kommen schon jetzt 4 von 10 Erstsemestern aus den alten Bundesländern. Insgesamt studieren an der MLU nun erstmals mehr als 20.000 junge Menschen. Das ist neuer Rekord. So ließ es sich der Rektor heute nicht nehmen, die Studienanfänger persönlich zu begrüßen mit einem Willkommensgeschenk namens Welcome Back, was da wohl drin war. Okay, da ist drin, ja? Kati Erdbeertörtchen. Die sind Gutscheine. Freier Eintritt, irgendwie reduziert um 5 Euro. Hier haben wir so einen tollen Bleistift, Kugelschreiber. So gerüstet kann das Uni-Jahr nun gut beginnen, selbst wenn es wieder überfüllte Hörsäle geben sollte und die Erstsemester einige Vorlesungen im Steintor anhören müssen. Unterm Strich können wohl alle mit ihrer Wahl in Halle zu studieren zufrieden sein.